ja, klingt martialisch für den Widerstand, dass in einer solchen Situation, in der wir uns befinden, es erscheint noch nicht akut, als dass man Widerstand leisten müsste. Viele schütteln da den Kopf oder zeigen uns da den Vogel. Aber das liegt eben daran, dass sie schlecht informiert sind. Das ist eigentlich die Bloßstellung ihres eigenen Unwissens, des Grades des eigenen Unwissens. Dies stellen sie im Glauben, in der Majorität zu sein, sehr vulgär zur Schau. Und das liegt eben daran, dass unsere Medien uns den ganzen Tag eben genau diese Meinungshoheit in die Köpfe blasen. Und zwar bei vielen Menschen, die 40 Stunden am Tag arbeiten, meist bei einem Bierchen am Abend, nachdem sie völlig ausgepowert, vielleicht noch ihre Kinder gerade so ins Bett gebracht, dann die Tagesschau schauen, dann werden sie informiert und das heißt in Form gebracht durch ein bestimmtes Meinungsspektrum, das eben die Bürger auch glauben sollen. Und dafür bezahlt die Bundesregierung einen speziellen Stab von Spin-Doctors. Und diese Methode nennt man im Fachbereich Nudging. Nudging ist ein Anglizismus und das bedeutet, dass man eine Person in eine gewisse Richtung schubst, quasi ganz sanft in die gewünschte Richtung schubst, und zwar was das Meinungsbild betrifft, das heißt, was das betrifft, was man für richtig oder für falsch erachtet. Und dafür, wie gesagt, bezahlt unsere Kanzlerin einen Stab von Spin-Doctors, die genau den ganzen Tag nur sich damit beschäftigen, wie man Menschen beeinflusst, wie man Menschen dazu bringt, das zu tun, was man haben möchte. Diese Spezialisten arbeiten, das sind wie Nutten, also die sind wie Nutten. Die arbeiten für jeden, der sie bezahlt. Also für große Konzerne, die ihr Produkt, ihr nutzloses oder vielleicht schädliches Produkt unbedingt an den Mann bringen wollen. Also die kennen sich damit aus, wie man Menschen beeinflusst, damit sie genau das tun, was sie wollen. Und genau solche beschäftigt unsere Bundesregierung. Fragen Sie sich mal, wozu eine Regierung das braucht. Warten Sie. Fragen Sie sich, warum eine Regierung, die von Ihnen, durch Ihre Steuergelder dafür bezahlt wird, dass sie das tun, was für ihr Wohl das Beste ist, die das sogar schwören, das Wohl des deutschen Volkes zu mehren. Ja? Warum die Spin-Doctors brauchten, um Menschen dazu zu beeinflussen, dass sie genau die Scheiße fressen, die sie ihnen vorsetzen. Und wenn Sie das begriffen haben, dann wissen Sie, wie groß eigentlich die Verarsche ist. Und glauben Sie bitte nicht, dass das nur in Deutschland so funktioniert. Das funktioniert in jedem westlichen Land so. Und beim Kommunismus kennen wir das, da sind die Methoden aber ein bisschen anders. Da ist es eine Ideologie. Man erinnert sich an Nordkorea und vielleicht hat man das auf YouTube schon mal gesehen, diese Nachrichtensprecherin in Nordkorea, mit welch martialischen Tönen sie die Politik des obersten Führers dem Volk rüberbringt. Sehen Sie, die Ideologie, die Farbe der Ideologie, ob rot oder braun, sind austauschbar. Aber Sie sind die Lemminge, Sie sind diejenigen, die in diesem Hamsterrad laufen für dieses System. Und schauen Sie, ein Hamsterrad sieht von innen immer aus wie eine Karriereleiter. Und man rennt dann einem Ziel nach, welches man unter Umständen erreicht, aber eben nicht alle von uns erreichen können. Aber sie kaufen sich also Dinge, die sie sich nicht leisten können, von Geld, das sie nicht haben, um Menschen zu beeindrucken, die sie gar nicht leiden können. Und nehmen Kredite dafür auf, verschulden sich, versklaven sich noch mehr in diesem System und damit sind sie willfährige Sklaven für ein gesamtes System, so wie es jetzt da ist. Und die größte Lüge, die man ihnen in den Kopf setzen möchte, ist, dass dieses System alternativlos ist. Und genau diese Alternativlosigkeit stelle ich in Frage. Und die stellen wir hier alle in Frage. Denn es geht durchaus auch anders. Aber dazu, damit die da oben aufhören zu herrschen, müssen wir aufhören zu buckeln. Wir müssen aufhören,
uns das gefallen zu lassen. Und das heißt nicht, dass wir alles kaputt schlagen müssen. Im Gegenteil. Das heißt einfach nur, dass wir endlich mal Courage beweisen müssten und endlich mal aufwachen müssten und diesen kompletten Betrug, den wir schon seit Jahrhunderten hinterherlaufen, endlich als solchen erkennen und uns endlich dagegen aufrichten, den Rücken gerade machen und endlich sagen, nicht mehr in unserem Namen. Und da werden Kriege geführt, da werden Truppen im Augenblick von der NATO an die Ostfront geschickt. Ja, es gibt wieder eine Ostfront. Und all das in unserem Namen. Und wenn Sie das nicht wollen, wenn Ihnen das nicht geheuer ist, wenn Ihnen all das langsam zum Hals raushängt, dann stehen Sie verdammt nochmal endlich auf. Denn das ist kein Verbrechen, sondern in einer Demokratie Ihre Bürgerpflicht. § 20 Absatz 4. Wenn es kein anderes Mittel gibt, sich gegen diese Kräfte, die das demokratische Grundgesetz in Frage stellen, abschaffen, vernichten, umdrehen, verbiegen, wenn es gegen diese Opportunisten kein anderes Mittel mehr gibt, um sich zur Wehr zu setzen, weil nämlich alles, was in diesem System arbeitet, für dieses System arbeitet und gegen sie, dann ist es ihr Recht und ich sage ihre Pflicht, Widerstand zu leisten. Wenn Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht. Aber das heißt, wie gesagt, nicht, dass man gewalttätig werden muss. Es muss gar nicht in einem Blutbad enden. Es muss gar nicht in einer blutigen Revolution wie in Frankreich enden. Ich glaube sehr fest daran, dass wir hier in Deutschland es schaffen, wieder eine friedliche Revolution, aber diesmal nicht gesteuert von irgendwelchen Interessengemeinschaften, sondern von aufgewachten Bürgern, die begriffen haben, wie der Hase läuft. Folge dem Geld nämlich. Und wenn man dem nachfolgt, dann erkennt man, wer daran ein Interesse hat, dass wir uns gegenseitig in die Haare kriegen, rechts gegen links, Christen gegen Atheisten oder Kommunisten gegen, weiß nicht, Kapitalisten, wie auch immer, dass die Interessen, die partikulären, die einzelnen Interessen, jedes Einzelnen gegeneinander ins Feld gezogen werden. Wobei wir eigentlich eine globale Bedrohung haben. Und die ignorieren wir. Einfach nur aufgrund unserer eigenen Interessen. Ich meine, ich habe keine Kinder und vielleicht werde ich auch nie Kinder haben. Aufgrund dessen, wie ich geboren wurde. Aber es ist doch verdammt nochmal die Pflicht eines jeden Vaters, einer jeden Mutter, auch der Großeltern, sofern sie rüstig genug sind, sich diesem Wahnsinn entgegenzustellen, schon allein der eigenen Kinder wegen. Wie ich vorhin schon auf dem Ribbelplatz sagte, ist es ein berechenbares Problem, ein demografisches Problem zum Beispiel. Aber nicht nur das. Aber auch das ist ein sehr gravierendes Problem. Nämlich, da gibt es ein paar religiöse Spinner. Und wenn man in die Geschichte zurückschaut, dann finanziert vom CIA, so wurden eben ein paar Imame radikalisiert. Man hat sie aufgestachelt, vielleicht auch bezahlt dafür, dass sie Politik betreiben, die den Vereinigten Staaten, vor allen Dingen aber auch der Ölindustrie der Vereinigten Staaten dienen. Und die hat man dann radikalisiert, zum Beispiel in Afghanistan, um sie gegen die Sowjets ins Feld zu führen. Und da fing zum Beispiel das mit der radikalisierten Religion des Islam fing das an. Und die sind so verrückt, die sind so in Brass, dass sie nicht mal merken, dass sie eigentlich gesteuert werden. Und die stecken andere mit ihrer wahnsinnigen Ideologie an. Das ist austauschbar. Hier aber in diesem Beispiel der Islam. Und wenn man Erdogan zugrunde legt, der eben sagte, dass die Bäuche der Frauen der Türken die Waffe sein soll, um Deutschland eines Tages zu übernehmen, das ist eine krude Fantasie, aber es ist keine Verschwörungstheorie. Das hat Erdogan wirklich gesagt. Und wenn man dann die demografische Entwicklung in Deutschland betrachtet und sieht, wie viele Kinder eben Moslems haben und wie wenige die Bio-Deutschen, wie man so schön sagt, in Deutschland haben, dann ist das ein demografisches Problem. Und wenn man dann wiederum die Geschichte bemüht,
und da mal schaut, um aus der Geschichte zu lernen für die Zukunft, wie das in jedem einzelnen muslimischen Land abgezogen wurde. Schon 700, 800 nach Christus, wo ein Land nach dem anderen, was ursprünglich christlich war, jetzt islamisch ist, wo jetzt Glaubenskriege herrschen, dann können wir uns ausmalen, was hier in Europa passiert. Das kann man demografisch berechnen. Und das ist keine Hetze, um Gottes Willen. Jeder Einzelne für sich mag seinen Glauben leben, wie er will. Aber sobald Ideologie und ein Fanatismus ins Feld gezogen wird, und das tun nun mal einige von diesen Imamen, von diesen Glaubensinfluencern, und die setzen denen das in den Kopf, dann ist das ein vitales, existierendes Problem. Und das ist keine Hetze, sondern es ist da. Und damit müssen wir rechnen. Nämlich, dass wir von vielen gar nichts wissen. Wir wissen nicht, wie viele es im Einzelnen sind. Wir kennen eine Dunkelziffer, ja, wir kennen eine kleine Ziffer, aber die Dunkelziffer ist so viel größer. Und die Waffen sind bereits im Land. Und all das sind doch vitale Probleme, mit denen wir uns heutzutage beschäftigen müssen. Und spricht man es an, so wird man radikal genannt, so wird man extremistisch genannt, so wird man ausländerfeindlich genannt, so wird man Rassist genannt, obwohl es um eine Religion geht. Aber der Abstrusität, der Diffamierungen sind keine Grenzen gesetzt. Wenn es darum geht, eine unliebsame Meinung mundtot zu machen. Und das erinnert an des Kaisers neue Kleider. Und wie gesagt, wir kennen die Geschichte, wir kennen auch des Kaisers neue Kleider und wir leben es exakt nach. Wir merken es nicht einmal. Und dieser Wahnsinn, dieses fehlende Verständnis, es muss doch von irgendwoher kommen. Und wie wir das hier im Osten eigentlich kennen, müsste es uns doch eigentlich zuvorderst sein, zu erkennen, was es wirklich ist. Wir sind umgeben von einer Meinungsdiktatur, die ist so soft, dass wir es gar nicht merken. Nudging heißt sanftes Schubsen. Und das ist, ob sanft oder nicht, man kann Handschellen auch mit Plüsch beziehen. Sie werden sie trotzdem in Ketten legen, diese Handschellen. Es geht also gar nicht darum, wie dieses System sie zum Sklaven macht, sondern nur allein um die Tatsache, dass sie einer sind. Und damit sind sie nicht allein, sondern wir alle sind es. Und wenn wir uns darin erkennen, dann spielt oben, unten, rechts, links Religion, Hautfarbe keine Rolle mehr, sondern dann haben wir ein viel größeres Problem zu bekämpfen. Und das geht nur gemeinsam. Und das müssen wir endlich mal begreifen. Es macht mich jeden Tag immer ein Stückchen wütender, dass wir uns in so Kleinigkeiten in die Haare kriegen, dass wir uns in unwichtigen Kleinigkeiten gegeneinander entzweien lassen und damit die Kraft, die wir eigentlich hätten, um den Teufel wirklich aus der Hölle zu prügeln, um Bismarck mal zu zitieren, dass wir diese Kraft nie erreichen werden, wenn wir das nicht erkennen, nämlich dass wir nur entzweit werden. Und das ist der wahre Feind. Ich sehe